So, liebe Kampfsportfreunde, wir haben heute Francesco Pianeta vor der Kamera. Francesco, du bist heute hier in Plettenberg. Wir befinden uns im First Bunch Boxing Gym. Du hast heute sehr viel mit den Kindern hier heute trainiert, mit der First Bunch Boxing School. Wir hatten sehr viele junge Schüler heute hier. Kannst du einmal gerade erklären, was es heute hier ging, was die Kernaufgabe war? Also der Chris hat mich eingeladen hier und mit den Kindern zu arbeiten, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Aufgabe an sich, wir haben jetzt ein bisschen Theorie, ich habe früher meine Geschichte erzählt mit dem Boxen und wie ich dazu kam und so weiter. Und danach haben wir halt viel Spielerisches gemacht, ein bisschen die Grundtechniken gezeigt, dann in spielerischer Form. Und das war eine Stunde, hat ganz schön Spaß gemacht, war schon cool. Also es ging darum, halt die jungen Leute zu motivieren, richtig, sie in den Boxsport zu bringen quasi. Wie wichtig ist das, dass man die jungen Leute schon so früh für den Boxsport aufmerksam macht? Ja, ist schon sehr wichtig, weil gerade in den jungen Altern lernst du das meiste. Ist ja wie, saugst du wie im Schwamm auf, die ganzen Übungen, Techniken und so weiter. Und das ist schon wichtig, früh anzufangen. Und da waren auch welche bei, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Auch sehr gut von der Koordination und war schon recht ordentlich. Wir befinden uns heute im First Punch Boxing Gym. Wie gefällt dir das Gym allgemein? Ist es relativ modern? Ist es noch ganz jung? Ich glaube maximal 1,5 Jahre ist es alt. Also, wäre das so ein Gym, da, wo du dich vorbereiten könntest, wenn du noch aktiv wärst? Also ich finde den Gym in sich mega, also sehr gemütlich und genauso wie man sich ein Boxgym auch vorstellt. Also sehr, hat der Chris wirklich sehr gut hinbekommen. Francesco, für die wenigen Leute, die ich jetzt nicht kenne, du hast im Schwergewicht geboxt, jahrelang für den SAS Boxstall, hast gegen Größen wie Klitschko gekämpft, Tyson Fury, Ruslan Chagaev, eigentlich alles, was damals Rang und Namen hat. Jetzt bist du vor einem Jahr bist du zurückgetreten, im Alter von 34. Kannst du uns beschreiben, wie es dazu kam? Also an erster Stelle, also 34 ist jetzt kein großes Alter, sag ich mal, im Boxsport, gerade für den Schwergewichtler, die können ein bisschen länger. Schwebte dieser Gedanke schon davor durch den Kopf oder wie kam es dazu? Also die Entscheidung ist eigentlich schon viel früher gefallen. Ich wollte es damals eigentlich nicht einsehen, weil ich nach dem Chagaev-Kampf wollte ich es eigentlich nochmal jedem beweisen. Mhm. Und da fing eigentlich die ganzen Probleme an, also mit den Ellbogen. Und dann war mein Sohn, mein Kleiner, ich habe ja zwei Kinder, der Kleine war schon da gewesen und ja. Da war es halt nicht mehr so 100% bei der Sache. Ich wollte es in dem Moment irgendwie nicht einsehen, aber das ist mir mit der Zeit dann bewusst geworden und nach dem Kampf, nach meinem vorletzten Kampf, als ich verloren habe, habe ich mir dann selber gesagt, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich aufhöre. Und da kam halt das Angebot, mit gegen Fübel zu boxen. Und das war auch der erste Kampf, als ich mit Fübel gekämpft habe, war der erste Kampf seit langer Zeit, also, dass ich wirklich kopffrei, wirklich extrem genossen habe, die 10 Runden. Also das war echt, diese 10 Runden gingen so schnell vorbei. Das war die letzten wunderschönen Runden, muss ich sagen. Ja. Also du wusstest schon quasi vor dem Kampf gegen Tyson Fury, okay, das wird jetzt mein letzter Kampf und richtig, dann gehe ich in den Ruhestand. Genau. Aber wie es aussieht, hattest du natürlich schon einen Hintergedanken, wie es weitergehen soll. Und zwar bist du jetzt als Trainer aktiv. War das schon immer so ein Traum von dir, dann nach deiner Karriere als Trainer aktiv zu sein? Oder wie kam es dazu, dass du dich dafür entschlossen hast, als Trainer aktiv zu sein? Also für mich war klar gewesen, schon früher, also wo ich noch jünger war, sobald ich mit Boxen aufhöre, möchte ich natürlich als Trainer arbeiten. Mhm. Den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, weil ich mich nicht schon früher mit der Thematik als Trainer beschäftigt habe, weil ich glaube, mit dem Wissen, den ich jetzt, ich muss natürlich noch sehr, sehr, sehr viel lernen, ja, aber ich glaube, mit dem Wissen, den ich jetzt schon habe als Trainer, hätte ich, glaube ich, noch einiges anders machen können, okay, aber wie sagt man so schön, im Nachhinein ist man immer schlauer und ich muss sagen, aber es trotzdem der ganze Werdegang, die ganze Geschichte, so wie die gekommen ist, würde ich die Zeit zurückdrehen können, ich glaube, ich würde alles genau so wieder durchmachen. Okay. Es war eine sehr schöne Zeit mit vielen Höhen und natürlich einigen Tiefen, ja, aber das ist ja, glaube ich, in jeder Sportart und in jedem Beruf, wo du halt Höhen und Tiefen hast. Ja. Also ich werde es auf keinen Fall missen, also es war eine schöne Zeit. Was ich jetzt so interessant fand, wenn man deine sozialen Netzwerke verfolgt, du bist sehr viel aktiv mit jungen Sportlern, mit Amateurboxern im jungen Alter. Wieso ausgerechnet dann gehst du jetzt diese Schiene? Also ich meine, du hättest auch Optionen, beispielsweise im Profiboxsport aktiv zu sein. Wie siehst du dich da als Trainer? Möchtest du weiter dann auch im Amateurbereich junge Leute unterrichten oder siehst du dich dann auch irgendwann mal als Profiboxtrainer? Ich sag mal so, ich hole es mal ein bisschen weiter zurück. Das heißt, das Problem ist in Deutschland mit dem Boxen. Das Boxen in Deutschland ist ja momentan ein bisschen am Boden. Ja, genau. Ein bisschen viel am Boden, ja, sagen wir genau so. Und das Problem ist, dass die Amateure und die Profis gegeneinander arbeiten. Okay. Dann würden die zusammen arbeiten, wird es schon ganz anders aussehen. Man müsste natürlich, ich kann auch verstehen, Amateure und Profis wollen alle profitieren, verstehe ich auch, aber müssen sich da in
wie nennt man das, einen Nenner finden. Ja, genau. Und zusammenarbeiten. Und das Boxsport wieder nach oben bringen. Das kann nicht sein, dass wir hier in Deutschland, wir haben so viele Talente, so viele gute Sportler und bei uns bleiben wir auf der Strecke. Also da müsste unbedingt eine Veränderung reinkommen. Und wenn wir da Amateure und Profis zusammenarbeiten, dann garantiere ich dir, dann würde es mit dem Boxen wieder ganz schnell bergauf gehen. Ja. Siehst du das halt auch als halt wichtigen Punkt? Kein Problem. Dass die Sportler von, also die großen Sportler von damals, beispielsweise Francesco Pianeta, Arthur Abraham, dass wenn die in den Trainerbereich gehen, zu den jungen Leuten gehen, zu den Amateurboxern gehen und dort anfangen, quasi den Baum an der Wurzel packen und die großen, und die Jungs quasi groß machen und euren Wissen denen weitergibt. Richtig, das ist auch so. Ich sag mal, wenn du als, ich habe den Vorteil halt, ich habe eine erfolgreiche Profilaufbahn gehabt. Ja. Die Sportler, meine Schüler, die sehen mich mit ganz anderen Augen, weil die sehen, wow, der Trainer, und der Trainer ist Francesco Pianeta, wow, der kann uns viel Wissen mitgeben. Und ist auch wirklich so. Ja. Wenn du einen Trainer nimmst, nicht böse gemeint gegen andere Trainer, aber die Erfahrung, die ich als Profiboxer hatte, diese Erfahrung, diesen Vorteil kann ich mitnehmen und die Sportler mitziehen. Und die nehmen es auch alles an, muss ich echt sagen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut, wie die arbeiten. Natürlich dauert das alles seine Zeit, besonders wenn die am Anfang sind. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wenn du siehst, die machen Fortschritte. Mhm. Ich sehe es auch mit meinem Sohn, mein Kleiner, der ist 13, der boxt jetzt auch seit fast einem Jahr. Und nicht, weil das mein Sohn ist, nicht falsch verstehen, aber ich finde, der hat so einen Sprung gemacht. In diesen 11 Monaten oder jetzt fast ein Jahr hat er so einen krassen Sprung gemacht und sowas muss man halt, nicht jetzt wegen meinem Sohn, aber im Allgemeinen, solche Sportler muss man fördern. Seitdem du jetzt den Boxsport aus einer anderen Sicht siehst, also aus der Trainersicht, hat sich deine Meinung oder deine Ansicht auf den Boxsport verändert? Du warst ja früher immer im Ring, jetzt siehst du es quasi von außerhalb. Voll und ganz. Und deswegen erwähne ich das auch mit den Amateuren und Profis, dass wir da einfach zusammenarbeiten müssen. Ja. Und nicht gegeneinander und die Profis schlecht machen und die Amateure schlecht machen. Nein, das ist ein Kampfsport und das müssen wir zusammen an einen Strang ziehen und nicht gegeneinander. Nicht der eine von da und der eine von der anderen Seite ziehen. Mhm. Sonst geht der Boxsport komplett im Arsch. Und das ist dann die Sinn der Sache. Ja. Gehen wir ein bisschen voran. Francesco, was mir aufgefallen ist, du bist immer noch sehr fit. Ich habe auch in deinen sozialen Netzwerken gesehen, dass du immer noch fleißig am Trainieren bist. Jetzt kommt natürlich die rhetorische Frage, wenn es denn der richtige Kampf ist, das richtige Angebot, könntest du noch einmal in Erwägung ziehen, in den Ring zu steigen? Nein, ich habe damit komplett abgeschlossen und für mich gibt es kein Zurück. Ich muss dazu auch sagen, auch wenn ich wollen würde, ich bin offen und ehrlich, mein rechter Ellbogen macht gar nicht mit. Ich habe jetzt kann ich es offen sagen, weil die Zeit ist jetzt vorbei mit den Kämpfen. Seit 5 Jahren habe ich damit nur starke Probleme, habe nur zweimal operieren lassen und es macht keinen Sinn. Wenn du die ganze Zeit immer nur Schmerzen hast, das hemmt dich. Und ich habe jetzt, wenn man beispielsweise meine Kämpfe verfolgt, meine letzten Kämpfe und damals vor dem Chagaev-Kampf, da habe ich einen ganz anderen Stil gehabt. Ganz anderen Boxstil, also jetzt schaust du jetzt die letzten Kämpfe, die ich dann bestritten habe. Also das kann man, also wenn ich mir die Kämpfe anschaue, dann denke ich mir, das sind wie zwei verschiedene Personen. Mhm. Und wenn du mit Schmerzen reingehst und mit Ladehemmung, dann brauchst du auch nicht mehr im Ring zu steigen. Das macht einfach keinen Sinn. Der letzte Kampf, wie gesagt, das war gegen Fury, wo ich echt kopffrei reingegangen bin, wo ich auch wirklich diese vor 25.000 Zuschauer wirklich genossen habe, jede einzelne Runde. Ich habe das heute auch den Kids erzählt, da war eine Szene, das vergesse ich nicht, da war gerade die zweite Runde war zu Ende, da kam das Nummern-Girl mit Runde 3. Ja. Dann sind wir in den Kampfverlauf und auf einmal komme ich in der Ringecke rein und dann sagt der Trainer zu mir, welche Runde haben wir überhaupt? Und dann schauen wir, war schon die 8. Runde. Also weil ich so genossen habe, wirklich diese letzten Runden, ich habe das so genossen und ich habe, die Zeit ist verschwunden, das ist wie ein Schnelldurchlauf. Da habe ich noch zum Trainer gesagt, Trainer, ich genieße die letzten 2 Runden nochmal richtig. Mhm. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe diese 10 Runden richtig genossen. Und dann, als ich zu Ende war, habe ich gedacht, okay, das war meine Show. Ich habe es genossen. Jetzt kann ich mit der erhobenen Haupt nach Hause gehen und meine Karriere beenden. Wir haben das ja seit Jahren schon das Problem in Deutschland, dass wir keinen Schwergewichtsweltmeister auf die Reihe kriegen. Du standest mit Leuten wie Klitschko, Fury im Ring. Was fehlt denn unserem deutschen Boxsport, besonders jetzt im Schwergewicht, was diese Jungs haben? Also ich finde, mir fällt direkt eine Person ein, wenn es wirklich einer schaffen kann in Deutschland, Weltmeister zu werden, das ist für mich Agit Kabayel. Mhm, ja. Ganz klar, weil der Junge, der hat so einen Riesensprung gemacht. Und ich kenne ja Agit auch selber seit Jahren und ist ein wirklich feiner Kerl, sehr bodenständig, immer respektvoll. Und wenn ich es einem wirklich gönne,
ist das ihm. Aber abgesehen von meiner Meinung, ob ich ihn nett finde oder nicht, sportlich gesehen, boxerisch gesehen, ist er der Erste, den ich dazu trauen will. Wir haben noch sehr gute Leute, die im Nachwuchs, die jetzt gerade Profis geworden sind oder schon ein bisschen länger sind, die brauchen halt ihre Zeit. Aber er ist der Erste, wo ich sagen würde, er kann das schaffen. Ja, der steht ja jetzt auch sehr wahrscheinlich vor einem WM-Kampf. Hat ja bei Top Rank unterschrieben und wie es aussieht, je nachdem, wie sich das politisch, wie das politisch alles jetzt nach dem Ruiz gegen Joshua-Kampf verlaufen wird, hat er sogar sehr wahrscheinlich eine Chance. Ich würde ihm das von ganzem Herzen gönnen. Wenn ich es einem gönne, dann wirklich, ich gönne es jeden Sport und nicht falsch verstehen. Ja. Also, aber ihm gönne ich es von allen am meisten, weil ich habe seinen Werdegang immer verfolgt. Wie gesagt, wir kennen uns auch seit Jahren und ich gönne es jeden, aber ihm gönne ich das menschlich besonders. Gibt es da noch irgendeinen von den deutschen Schwergewichtern, wo du sagen würdest, okay, das könnte jetzt auch noch einer sein, der sich so einen Schwergewichtstitel mal greifen kann? Also wenn ich das auch noch zutrauen würde, aber dann muss man halt seinen Verlauf sehen, der von Sauerland, ich habe jetzt den Namen vergessen. Albon Perez? Genau. Ja. Den Junge finde ich auch sehr, sehr stark. Hat auch einen sehr, sehr guten Sprung gemacht. Also ihm würde ich das auch zutrauen, aber man muss erst mal schauen, wie er sich entwickelt, kriegen stärkere Leute. Aber so wie ich das boxerisch jetzt von ihm gesehen habe, bis jetzt top. Ich finde auch teilweise, wir haben sehr viele gute Namen im deutschen Schwergewicht. Ja. Was mich auch immer gerne interessieren würde, ist, wenn sie sich gegeneinander bekämpfen würden. Also ja, da ist halt wieder, das ist ein bisschen schwierig, weil da kommt wieder das Politik wieder ins Spiel. Niemand will seinen Zugpferd verlieren, man hat auch investiert, kann ich auch verstehen, aber man muss Risiken eingehen. Ja. In England ist das gar nicht umgebe. Ja, genau. Guck mal, David Price gegen Chisora, davor die Kämpfe, Parker gegen Chisora oder wie die alle heißen, die haben alle gegeneinander gekämpft. Das ist keine Schande zu verlieren, ein Kampf mal. Ja. Entscheidend ist, dass man wirklich wieder sich aufrappelt und weitermacht. Und da sollte man vielleicht auch hier in Deutschland mal eine Veränderung reinbringen. Wen ich auch stark finde, der Kölner, ich habe jetzt einen... Köln, da, auch ein Schwergewicht? Ja, ein Schwergewicht, ja. Der kämpft jetzt gegen Jakob Sagland, genau. Ich habe jetzt seinen Namen nicht im Kopf, aber... Du weißt ja nicht meine. Genau, ja. Den zum Beispiel finde ich auch richtig stark, aber muss man auch schauen, wie er sich entwickelt. Wie er gegen stärkere Leute, die wirklich schon top gerankt, jetzt wird er erstmal eine schwere Aufgabe gegen Jakob Sagland, wird man schauen, wie er sich da entwickelt, weil Jakob ist natürlich auch ein guter Mann und natürlich schon sehr erfahren, auch ein bisschen älter, aber sehr erfahren und da wird er sich erstmal zeigen. Aber wenn er wirklich an der Weltspitze will, muss er sich natürlich noch gegen stärkere Leute, gegen die Top-Leute kämpfen. Du hast heute den jungen Sportlern sehr viel mit auf den Weg gegeben. Was war so die wichtigste Lektion oder die wichtigste Geschichte, den du heute erzählt hast? Das Wichtigste ist, das sage ich im Allgemeinen immer, egal wie hart das Leben ist, egal, obwohl wir leben hier in Deutschland haben wir eigentlich immer nur Luxusprobleme, aber es gibt auch mal Phasen im Leben, die kann ich von mir auch selber sagen, es gibt immer eine Phase, wo es einem wirklich sehr schlecht läuft, und dann nie den Ziel vor Augen verlieren, immer weiter kämpfen, nicht aufgeben, weil wenn du einmal aufgibst, gibst du dein Leben lang auf, und auch wenn du es nicht schaffst, entscheidend ist, dass du in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ich habe alles versucht. Und es gibt immer einen Plan B. Sind das so Lektionen, die man durch den Boxsport viel besser vermittelt noch bekommt? Ja. Ich habe damals natürlich alles mit anderen Augen gesehen. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen älter. Ich bin jetzt kein alter Mann, ich bin Mitte 30 bin ich. Ja. Und in der Blüte meines Lebens. Aber ich sehe die Sache mit 35 ganz anders, wie jetzt beispielsweise mit Mitte 20. Ganz anders. Und Die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, jetzt als aktiver Sportler, jetzt als Trainer, hätte ich das damals schon gehabt, dann wäre es, glaube ich, das ein bisschen anders laufen können. Aber hätte Fahrradkette. Ja. Kommen wir ein bisschen zum aktuellen Boxgeschehen. Wir haben natürlich jetzt einen sehr großen Kampf vor uns, Joshua gegen Ruiz. Ich denke, du hast auch so ein bisschen wahrscheinlich mitverfolgt. Joshua sehr überraschend gegen Ruiz im ersten Kampf verloren gegangen. Jetzt steht der Rückkampf bevor, ich glaube am 7. Dezember. Wie siehst du diesen Rückkampf? Denkst du, das war einfach nur ein Ausrutscher von Joshua oder haben wir den Ruiz ganz deutlich unterschätzt? Ich fand Ruiz schon immer stark und sehr gut. Ich habe schon damals gesagt, als er gegen Povetkin geboxt hat, der Joshua wird Probleme haben gegen kleinere Leute, gegen so bewegliche Leute wie Povetkin. Ja. Wird er Probleme haben und das ist auch so gekommen. Ich hätte selber nicht gedacht, dass er verliert, aber als ich damals den Kampf verfolgt, also ich habe die Wiederholung geschaut, ich habe den live nicht gesehen, erst die Wiederholung. Dann kam er im Ring rein und da hat er mich an mich selber erinnert. Okay. Als ich gegen Chagaev geboxt habe ich mich selber gesehen und er war vom Kopf nicht dabei.
Er hatte seinen Kopf nicht gehabt, nie seinen Kopf nicht da gehabt. Als ich ihn gesehen habe, ich habe mich selber drin gesehen. Weil da hatte ich genau die gleiche. Er hat wahrscheinlich, so wie man ihn nachher gehört hat, ist er mal beim Sparring K.O. gegangen. Das sind Sachen, die können passieren. Das ist, was man im Nachhinein da verändern hätte können, das ist deren Sache. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Aber wie gesagt, von seiner Mimik, seiner Ausstrahlung, habe ich auch selber gesehen, oh, da ist halt nicht in Ordnung. Mhm. Weil er ist eigentlich ein sehr fokussierter Typ. Und da war er gar keine Spannung gehabt, hat mit seinem Mundschutz gespielt. Und wo für mich klar gewesen war, dass er verloren, auch wenn ich jetzt in dem Moment erst im Nachhinein gesehen habe, habe ich sofort gewusst, er hat sich angelehnt. Und da habe ich gewusst, okay, der wird den Kampf verlieren. Mhm. Aber gut, das ist halt Boxen. Boxen ist viel Kopfsache. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, sorry. Es wird ganz klar an Joshua liegen. Okay. Wenn Joshua einbricht, gewinnt Ruiz. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass er Ruiz gewinnen wird. Obwohl ich Ruiz stark finde, aber ich glaube, der hat aus dieser Niederlage gelernt. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen widersprüchlich, weil ich gerade gesagt habe, Povetkin. Aber ich glaube, wenn er jetzt wirklich fokussiert, wegen dem Boxen meine ich. Ja. Aber ich glaube, wenn er jetzt wirklich fokussiert ist, und das wird er wahrscheinlich sein, das hast du auch bei der Pressekonferenz schon gesehen, dass er eine ganz andere Ausstrahlung hatte und ganz anders drauf war, glaube ich schon, dass er diesmal gewinnen wird, der Rückkampf. Schon alleine, sehr viele haben mich auch daran dafür kritisiert, dass er beim ersten Kampf bei der Pressekonferenz Andy Ruiz seine Titel halten lassen hat. Weil sie eben, viele sind der Meinung, sowas macht man nicht, gerade in der Weltmeister. Nein, das alles, ich hätte auch damals gerne gegen Klitschko die Gürtel in der Hand gehabt, aber es macht keiner. Keiner gibt seine Gürtel freiwillig, aber das macht keiner. Worauf ich jetzt noch einmal kommen möchte, du hast gerade erwähnt, was ich sehr interessant auch fand, bei dem Chagaev-Kampf warst du auch nicht voll da. Kannst du was erklären oder erzählen, was da genau war? Waren das einfach private Probleme, die dich so stark abgelehnt haben? Es waren viele Sachen, aber ich möchte jetzt, wie sagt man das, ich will jetzt keine alten Dings, du weißt, was ich meine, ich werde nicht hier jetzt irgendwas hochholen, was Vergangenheit ist. Es hat mich halt nur sehr daran erinnert und ich habe mich, wie gesagt, dort wiedergesehen. Also, aber was jetzt hervorgefallen ist, dass es soll einfach begraben werden und die Sache ist erledigt. Ja. Das gehört aber natürlich auch zu einem Profisportler, dass er dann... Vielleicht irgendwann mal, wenn es irgendwann dazu kommt, werde ich es irgendwann mal erzählen. Okay. Aber jetzt ist da noch nicht so der richtige Zeitpunkt für. Nicht, weil ich jetzt andere Leute jetzt schlecht mache, um Gottes Willen. Im Endeffekt, ich stehe im Ring. Und wenn ich verkacke, verkacke ich. Wenn ich gewinne, gewinnen wir. Wenn du verlierst, bist du alleine. Das stimmt, ja. Dann reduziert sich die Zahl der Leute in der Kabine ganz schnell, wenn man einmal verloren hat, ne? Oh ja, oh ja. Kommen wir zu einem anderen großen Kampf. Das ist Tyson Fury gegen Wilder. Wir hatten auch schon einen ersten Kampf. Hier ist es noch ein bisschen schwieriger, ob der Kampf überhaupt noch mal auf die Beine kommt. Man weiß es nicht genau. Sollte der Kampf aber jetzt nochmal stattfinden? Wie siehst du da den Ausgang? Der erste Kampf war ja relativ knifflig zu werten. Ich hatte den Kampf unentschieden gewertet. Okay, ja. Ich musste noch irgendwo in mein Handy haben, die Punktezellen muss ich irgendwo in mein Handy drin gespeichert haben. Aber ich hatte den Kampf damals unentschieden gewertet. Wären die zwei Niederschläge nicht gewesen, hätte der Kampf gewonnen, ganz klar. Hat nicht ganz klar, aber hätte auf alle Fälle gewonnen. Und sollte es zum Rückkampf wirklich kommen, ich glaube, Tyson wird gewinnen. Also für mich ist Fury boxerisch und von seinem Stil ist er eigentlich wirklich einmalig. Also der ist so schwer zu boxen. Der hat so einen ekligen Stil, dass du kannst ihn halt nicht komplett einschätzen. Also das ist echt, er kann von jeder Lage schlagen. Ich habe ja gegen ihn geboxt und Er bewegt sich auch so viel Mittelgewichtler. Und Ober, das ist unnormal, wie er sich bewegt. Also ich muss echt sagen, der gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe damals nach dem Kampf, habe ich ja noch mit dem Vater gesprochen. Er kam uns in die Kabine und also sehr, sehr höfliche Leute. Und ich habe ihn damals auch gefragt, ob ich mal auch zu dem mal kommen kann, für 2-3 Wochen mal rüberkommen, mir mal ein bisschen von ihm abgucken kann, dass wir halt ein bisschen Erfahrung sammeln als Trainer. Genau. Und sofort ja gesagt, auch mit Ben bin ich ja auch über Instagram befreundet. Und also das Angebot steht immer noch. Nur müssen wir jetzt mal schauen, wann ich das mache. Ja, ich finde das sehr interessant, da Tyson Fury allgemein mit seinen ehemaligen Gegnern richtig super umgeht. Man hat das ja auch bei Tom Schwarz gesehen, dass er denen das Angebot gemacht hat, ihn im Training zu besuchen. Und aber das Angebot habe ich, habe den gefragt. Ich habe den gefragt, ob ich mal rüberkommen kann. Gefragt. Aber trotzdem, mit dem Tom Schwarz, ne, dass er ihm das Angebot gemacht hat. Wie wichtig ist das? Das ist auch noch ein Punkt. Auch ein sehr guter Boxer. Ja. Tom, der auch, wenn er es aus diesen Fehlern gelernt hat, mit der Niederlage, kann er auch ein ganz großer werden. Ja. Und wird sich mit der Zeit zeigen. Na klar. Ja.
Wie wichtig siehst du das, dass wenn so ein Sportler, deutscher, junger Sportler, dann mal nach England beispielsweise weißt, oder nach Amerika, sich deren Trainingsmethoden anguckt, weil machen wir uns nichts vor? Ganz anders. Ganz anders. Ich finde, der deutsche Boxstil ist sehr veraltet. Deswegen, ich versuche, mein Stil ein bisschen nachzuahmen oder zu kopieren, wie die Amerikaner, also von jedem etwas ein bisschen abzugucken. Natürlich muss ich im Endeffekt mein eigenes Stil entwickeln, ist ja ganz klar. Ja. Aber trotzdem von jedem etwas abgucken. Wir dürfen, das größte Problem, finde ich, bei uns hier, ist, wir boxen viel zu gerade. Viel zu gerade. Wir bewegen uns sehr wenig im Oberkörper. Und das ist so einer der größten Fehler. Und, aber gut, ich will jetzt, wie gesagt, niemanden schlecht machen oder... Ja, ich finde, einen auf Besserwisser machen. Ich muss selber als Trainer, wie gesagt, sehr, sehr viel lernen. Und deswegen muss ich dann die Erfahrung als Trainer, muss ich erstmal ganz ruhig sein. Aber es ist trotzdem meine Meinung und die kann ich natürlich auch äußern, ist ja klar. Ja, man hört das aber auch immer öfters aus verschiedenen Ecken. Ja, da sind mehrere Interviewpartner und die haben das auch genau dasselbe gesagt. Wir sind zu versteift auf den alten Stil. Und was man vielleicht machen könnte, ist, man könnte sich Trainingsmethoden aus Amerika oder allgemein Trainer einfach holen aus Amerika. Und deswegen möchte ich auch in anderen, nachher in den USA oder jetzt beispielsweise so, zu den Trainer von Tyson, von Ben, rüberfliegen und mir auch ein bisschen was abschauen. Mir ein bisschen was abschauen und ja. Du kannst davon nur profitieren. Und das hilft auch dem Boxsport allgemein. Und dann, Digga, da kommen wir wieder auf den Punkt mit den Amateuren und Profis. Dieses gegeneinander kämpfen statt miteinander. Das wäre schon der ganz erste richtige Schritt. Jetzt haben wir, Gott sei Dank, haben wir wieder einen Fernsehsender, ZDF, mit Universum. Ach, genau, ja, Universum. Und ich hoffe für das Boxsport nur. Also wenn das alles super läuft, dass wir die Einschaltquoten haben, kann das nur für uns super sein. Ja, das stimmt. Aber wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Francesco, ich bedanke mich für deine Zeit. Das war ein sehr aufschlussreiches Interview. Wir wünschen dir natürlich sehr viel Glück für deine Trainerlaufbahn. Erfolg. Genau. Dankeschön. Alles klar, das war Francesco Pianeta.